nur leicht. Und Mobility Stretch 45 Minuten steht auf dem Programm. Das heißt, nach zwei super intensiven Workouts für den Vollburgi, ja, kannst du jetzt dich echt mal konzentrieren. Auch diese Version von Zoom gibt es auch. Der eine oder andere hat im ersten Stay Healthy and Fit 1.0 schon mal so eine Mobility Stretch mit mir mitgemacht. Jetzt geht es einfach darum, Größe, Länge, Weite, durchbewegen. Jetzt geht es auch nicht mehr um die Schönheit in der Bewegung, sondern nur, dass es dir gut tut. Entweder lässt du die Socken an oder du ziehst sie aus. Das kannst du entscheiden. Ich habe sie jetzt mal angelassen. Ihr seht auch, dass ich meine Matte ausgebreitet habe. Lasst euch einfach mal drauf einstimmen und ich starte mit euch, wenn ich auch gleich die Musik anmache. Ihr stellt euch einfach mal ganz locker aufgerichtet hin, schließt mal für so einen kurzen Moment eure Augen und konzentriert euch nur tief auf die Atmung. Passend zu den Schlägen im Hintergrund. Versucht mal mit mir bewusst tief durch die Nase einzuatmen, durch den Mund auszuatmen. Spürt ihr fest deine Füße am Boden, deine Knie leicht gebeugt. Der Schulterhumpfbereich ist mit mir aufgerichtet. Hals, Nacken locker. Öffne die Augen. Nimm deinen rechten Arm locker. Geh nach vorn und zurück. Vor und zurück. Einfach und dabei lässt du die ganze Zeit deinen Atem schön fließen. Jetzt machen wir den Ebenen relativ weit unten. Komm mal ein Stück höher. Und geh mal mit mir über kleine Armkreise, über die Diagonale. Deine Füße bewegen sich locker mit. Ja, und komm, locker schwingen. Auf einem Arm kannst du nicht stehen. Achtung, wechsel mit den Armen in den kleinen. Kleiner Arm, kleiner Arm. Und der Kopf schaut locker mit. Er geht in die eine und in die andere Richtung. Durch den Blick unterstützt du deine Bewegung. Wir haben hier die kleine Ebene. Hol ein bisschen Schwung. Komm in die große Ebene. Einatmen, ausatmen. Oh, jetzt ist die Männerrunde etwas stärker. Rocky Wolfgang ehrlich nieder, wie das du bist. Frauenfront hoch. Was mit einem Arm geht, geht mit beiden Armen in die Mitte. Klein, klein. So, jetzt gib mir mal deine Bewusstwirbelsäule dazu. Roll dich ein, richte dich ab. Einrollen. Aber am Anfang noch ein bisschen mit dem Beat der Musik. So, Schwung, große Arme, rock, hoch, hoch. Und die heute Abend zwei Exercises mit dir gemacht, also zwei Exercises, eigentlich zwei Stunden, zwei Sessions. Ihr merkt es wahrscheinlich, ich bremse rein, Kopf mit mir, links, Mitte, rechts, Mitte, links, Mitte. Jawohl! Und der eine oder andere ist gerade schnell von der Arbeit nach Hause gekommen. Homeoffice beendet. Mobilisiere den Kopf mit mir durch. Viermal die Seite. Bewusst von einer Seite zur anderen Seite. Wenn du zu Hause sagst, nö, der Beat ist gar nicht so wichtig, lass einfach nur meinen Kopf ein bisschen hin und her mit einmal pro Seite. Jetzt brauche ich das sogenannte Nicken. Gehe mit dem Kinn nach unten. Und richte dich auf nach oben. Und momentan bleibe ich mit euch zusammen in dem Halswirbelsäulensegment. Ja, Kind in Richtung Brustbein ziehen und aufrichten. Leicht zur Decke nach oben schlagen. Gib mir noch vier Wiederholungen. Ich muss so leicht vor, ein bisschen angespannt. Und deine letzten vier an der Stelle. Vorbereiten, streck beide Arme nach oben. Roll mit mir ab, lass dir Zeit. Roll down, hang over, roll back, richte dich auf. Roll nach unten, enge Körper, tief, tief, tief. Roll up und komm wieder nach oben, sodass
seitlich. Du kannst entweder deine Beine strecken, so ungestreckt nach unten rollen, gestreckt nach oben aufrollen, oder du sagst, oh, meine Beine, ich beuge sie lieber ein bisschen, dann ist es vollkommen okay. Ich brauche genau noch 4 Rolls mit dir. Komm langsam nach unten und komm langsam nach oben. Auch hier, Hände am Körper, schmeidig entlang ziehen. Nina, Maike, Marion, alle wieder dabei, sehr gut. Christian, Manuela, ehrlich, jawohl, das ist gut. Fühl dich frei, viele Workouts diese Woche mit der Community schon gemacht. Wenn du jetzt wieder mit mir unten bist, bleibst du mit mir unten. Und ich sage dabei ganz gern, wie so ein fetter Frau das sagt, bleib mal hier, nimm den rechten Ellbogen und den linken Ellbogen und schwinge ganz locker. Von einer Seite zur anderen Seite. Lass dich ein bisschen überlegen, wenn es dir angenehm ist, streck die Beine, sonst freue ich euch beide leicht in die Mitte. Stell deine Fingerkuppen auf und rolle mit mir die Füße locker durch. Sprunggelenk aktivieren. Ja, und wenn du sagst, oh, so weit runter komme ich nicht, kannst du alternativ dich ein bisschen auch auf deinen Oberschenkel stützen. Ganz rein, roll up gemeinsam, komm hoch. Stell die Füße wieder neutral, gib dir deinen linken Arm zur Seite und nach vorn. Seite und nach vorn. Jawohl. Wenn die zur Seite öffnet, komm ich mal raus. Auch das wird ein bisschen Koordination. Jawohl. Gut. Bei oben, geht tief. Und andere Arm. Schaff. Jawohl. Füße dazu. Sehr gut. Die Herausforderung. Beine oben. Oben. Unten. Oben. Unten. So, und jetzt fange ich an, mit der Brustwirbelsäule zu arbeiten. Das heißt, ich schreibe je nach unten. Mit dem Kopf, wenn ich die Runde knie, schiebe mich hoch. Sehr gut. Aus der Brust. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Hopp! Oh, du hast gesagt, dann kommt deine Kniebeugen mehr. Was habe ich das gesagt? Niemals. So, maximale Größe und ich verändere nur die Arme. Gib sie mir in die Höhe. Einatmen, ausatmen, ein. Vier Stück noch und dann halte ich euch hier. Streck dich. Beug dich, bleib mit mir unten und gib mir deine Arme. Links und rechts. Sag ich schon wieder seitlich. Links und rechts. Ja? So eine kleine Abfahrtsbocke. Das ist auch kaum die Kniebeugen. Für euch kommt wohl einfach nicht raus. So, etwas schneller. Die letzten vier. Ich hoffe, du hast Platz nach hinten. Wenn nicht, dann brauchst du ihn nach. Hebe dein rechtes Bein in die Luft. Gib mir deine Standwaage nach hinten. Hoppala. Stabilisiere deinen Körper langsam auf. In die Knie. Steh stolz und schieb dich wieder langsam nach oben. Du hast volle Zeit. Du hast volle Zeit der Welt. Atmen ein und aus gleichmäßig. Gern 2 Atemzüge jeweils. Schieb dich in deine Länge. Deine Länge. Sehr gut. Ja, einmal noch deine Standwaage. Decke vor allen Dingen dein Bein. Gut, stell das Bein langsam ab, wieder einander, nebeneinander. Bleib zu mir seitlich, komm zu euch. Mach mit mir den Rücken rund, zieh den Bauchnabel.
ein und raus. Ja? Das klein machen. Einrollen, rausstecken. Wenn der Nachbar schon schaut, dann soll er jetzt einen schönen Blick haben. Einatmen, aufrollen. Inga, rein, raus. Ich glaube, ich habe auch vor uns links gesagt. So ein bisschen schön, zwei Seiten. Oh oh. Ja, wir haben nicht wirklich geglaubt, dass wir nur am Boden rumliegen, oder? Nächster, noch acht, acht. Diese Phase am Boden rumliegen kommt nur ein bisschen später. Letzten vier, vier, drei, mein Kopf steht noch bei mir, denn ich schütze das sicher nicht. Okay, wir gehen Beinwechsel, Armwechsel. Natürlich kann ich die Übung auch so ausführen, wie so ein Schluffi zusammengefallen. Oder ich mache mich ganz groß. Ich hätte gerne ein B. Bisschen was von Arroganz. Letzten vier. Robby und Wolfgang, könnte ich jetzt überlegen, wer auf diesem Kanal oder zu mir gestoßen ist. Ich kommentiere später. Vier. Nein, zwei, komm tief, gib mir den linken Arm und den rechten Arm. Vor und zurück. Vor, zurück. Vor und zurück. Und jetzt stellt euch mal vor, kommt gleich zu euch, jetzt kommt die Herausforderung. Pass mal auf, beide Arme vor und zurück. Vor, rück. Jetzt kannst du ein bisschen sexier sein, das hier. Jeder aber an seinen eigenen Oberschenkeln streicheln. Ja? Augen in die Partnerin und der Partner, der näher ist. Letzten acht. Die aktuelle Zahl, die gerade reingekommen ist. Follower, YouTube. 943. Da geht schon noch was. 57. Falls ich richtig gerechnet habe. Susan, hol uns lieber da unten raus. Ja, ich hole euch gleich raus. In der Mobility. Rücken rund und lang. Komm zu mir, komm zu mir. Rund, lang, rund, lang. Komm auf lang. Ein Popo raus. Nach einer Halteübung eine Mobility-Übung. Jetzt kommt man, wenn man zwischen Deutsch und Englisch hin und her switcht. Richte dich mal auf. Dann gib mir dein rechtes Bein. Vor, vor, rück, vor. Zurück. Vor. Falls die Männer immer noch dabei sind, jetzt bloß keine Angst. Nee, ich habe keine Angst. Es wird nicht tänzerisch. Schau ich aus wie eine Tanzmaus. Balance. Ja, so ein paar Videos. Geh mal hoch und zurück. Ja, und ich weiß, dass ihr die zweite Seite noch für die Standbahn braucht. Kommt aber noch nicht. Ja, erstmal hier. Hier. So, jetzt die Acht. Und in und aus. So, Hüfte. Ah. Wenn du jetzt zu Hause vielleicht eine richtig dicke Matte hast, ja, natürlich nicht so dick, dann ist das auf der Matte übrigens etwas gemeiner, weil es so ein bisschen weich unter war. Anderes Bein vor. Vor. Rück. Wenn du sagst, es ist zu wackelig, gehst du einfach auf den festen Unterboden. Ja, vor, rück, Schwung holen, Schwung holen, holen, yes. Und ich hoffe, dass hinter euch keine Blinkblase steht, die ja heute noch nicht jetzt runtergeht. Aufpassen, wenn ihr kleine Kinder zu Hause habt. So, und jetzt in die Acht. Und auch da kenne ich mittlerweile die Schlitzrohrvarianten. Hier unten so ein bisschen rumtümpeln, mag ja nett sein, ja? Ach, ich hätte die Anstrengung oben gern. Ja, das kannst du auch noch machen, Susan, weil du heute noch kein Workout hattest. Oh. Vier, drei, letzte Runde. Komm mit mir tief, bring deine Arme. Diagonal nach außen, diagonal nach hinten. Schau mal, Daumen nach vorn. Kleiner Finger nach hinten oben. Ich rede immer von der Zuglinie. Ha? Für die Fachsimpelei. Innen- und Außenrotation der Schulter.
außen und innen. Und dabei ist es wichtig für die Mobility der Schulter. Halte Kraft im Bauch und Rücken. Sehr schön. Gib mir an der Stelle jetzt deine letzten vier Wiederholungen. Viermal von viermal hin. Danach haben wir unseren lockeren Katzenbuckel Rücken rund und lang und dann geht schon in die zweite Standlage. Ich hoffe, ihr habt euch gemerkt, dass dein zweites Bein ist. Okay, die Entspannung für den Rücken. Gib mir die Lendenwirbelsäule. Roll, shoot. Roll, shoot. Roll, shoot. Roll. Und es soll sich angenehm anfühlen. Gut, zweimal mehr. Wir legen komm langsam nach oben. Und stell dich auf dein anderes Bein für die Standwaage. Wirst bei der ersten Wiederholung merken, falls du auf der selben Seite stehst. So, länger aufbauen. Weiß jetzt schon, dass es gleich wieder wackelig ausschaut. So, wir legen auf geht's. 8 Wiederholungen in deinem Standbein-Modus in der Standwaage. Länge hoch. Ja, Bodenschauen vermeiden, wenn der Körper in die Länge wachsen soll und vor allen Dingen sich aufrichten soll. Augen hoch, Kopf hoch, Schweiz wie Oskar. Und in deiner Variante dein zweiter Standbein. Der Kopf, der Blick macht ganz viel, wo der Oberkörper folgt. Ja, und wenn ich in die Länge wachsen will, muss auch der Blick zumindest horizontal gerne noch ein bisschen nach oben. Halbzeit, 10 Sekunden noch. Und ja, bei zu ruhig Balanceübung kannst du etwas angespannt schauen. Alles gut. Gib mir deine letzten 4, deine letzten 3. Und dann öffnest du ganz locker deine Beine und jetzt kommt eine ganz lockere Übung. Hüfte. Ist vielleicht ein bisschen länger her, dass du so einfache Tanzmoves gemacht hast. Und jetzt wird es was drum geben, wenn ich ein Foto oder ein Video bekomme. Wer noch als Post habe ich nur noch richtig gewahrt. So, ihr Lieben, was kann wohl kommen? Natürlich die Hüftkreise. Unterwegs. Oh Gott, fühlt die sich komisch an oder schwer oder keine Ahnung, es blockt irgendwo. So, wir werden auch jetzt gemeinsam mal die Richtung wechseln. Ja? Das ist wieder mal die Herausforderung. Neue Übungen. Wir nennen es mal ein bisschen oldschool. Ist auch gut, muss mir auch nicht immer alles hip sein. Nochmal die erste Runde und die zweite Runde. So. Erste Runde, zweite Runde. Könnt ihr jetzt so Koordinationsspielchen machen wie der Steffen, der bei uns den ersten Fehler für den Fit gemacht hat. Nur das ist außer zwei Stärken seine Stärke. Letzten 4, 3, 2 und Bremse rein. So, jetzt machen wir schon mal die Füße zu. Federn, Füße zu. Aufmachen, Federn. Ah! Habt ihr heute schon mal Liegestütze gemacht? Nur leicht. Klein nochmal, klein. Kann man auch super. Brustschimmies machen, weil auch das heißt. Nochmal Arme auf, maximal. Yeah. Indirekt habt ihr mit diesen kleinen Mobilisationsexercises wie so ein Warm-up gemacht, ne? Ach, das war ich auch nicht weiß. Letzten 4, 3. So, ihr Lieben. Breite Füße. Der linke Fuß bei euch nach außen dreht. Heute glaube ich, ziehe ich kurz meine Socken aus. Ah, das ist natürlich schon so schichtig. Gut. Linker Fuß, linker Arm. Jetzt schießt du nur aufs linke Bein. Wir bleiben dynamisch. Schub. Und du hast kurz ein bisschen Zeit. Wir bleiben natürlich nachher bei unserem Flieger stehen. Wenn ihr schon wieder sieht, dass ich einen Flieger mache aus dem Yoga, dann habe ich morgen früh ein Schlecht mit dir vorhin. So, ihr Lieben, wir bleiben vor und ziehen hier
Arm stützt uns hier ab. Der Fuß unten hinten drückt in den Boden. Der volle Fußkontakt, sehr gut. Wer ein bisschen mehr möchte, nimmt den unteren Arm und hält. Atmen ist die Devise. Die letzten vier. Wer den Arm mit dir draußen hat, holt ihn erst zurück in die Position 1. Überlegt vom Rand. Und nochmal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5. Komm zurück und tausche deine Füße aus. Ich muss kurz meinen zweiten Socken eliminieren. Wenn ihr liegt, zweite Seite. Schieben, Position einnehmen. Das kann ruhig auch gerne der Blick schon mal gerichtet sein. Festes Knie. Ja. Ableigen. Holding Pose. Die Hüfte schiebt nach oben raus und dort findest du das untere Bein voll. Der macht Level 2, aber erst auf Level 1 zurück. Nochmal 8, 7, 6, 5. Wie geht's euch? 4, 3, komm zurück, gib die Füße vor, rück, so, jetzt gut. Locker, locker, einatmen, ein und aus. Ihr dürft mal bis ein bisschen riesig stehen, beuge die Knie richtig auf. Wenn du ganz viel magst, berühre den Boden, tief einatmen. Ja, immer wieder dieses Wechselspiel, Mobility, Stretch. Gib mir deine letzten 4, 8, 3. Diese erste Seite, die wir im Flieger hatten, kriegt noch einen zweiten Durchgang. Richtig auf. Justieren vielleicht etwas tiefer. Einatmen. Aus. Öffnen. Druck. Stretch. Holding Pose. Hüfte hoch, Kopf locker, atmen, lächeln eventuell. Wer mag, zweiter Arm zu mir. Arm zurück. Sehr gut. Gut. Switch. Vielleicht ein bisschen tiefer. Abtauchen. Länge geben. Hüfte hoch. Aufpassen zu Hause, wenn ihr mit Socken trainiert, nicht wegrutschen. Fortgeschritten. Hand zu mir. Presentation. Wie fühlt ihr euch? Ich glaube, dass es hinter der Kamera ganz, ganz toll ausschaut. Kommt zurück. Habe ich euch ein bisschen länger halten lassen? X-Beine, Mobility. Entscheide, wie weit du nach unten gehen kannst. Tief und hoch. Tief und hoch. Achtung, bleib bei mir. Schließ mal deine Beine mit mir. Ich habe noch eine Übung im Stehen, der sogenannte Tänzer. Tänzer, T. Wir tanzen noch nicht. Bis der Hip-Hopper. Rechtes Bein nach oben bei euch. Rechte Hand zum rechten Sprunggelenk. Rechtes Knie nach unten. So, das ist ja schon mal Herausforderung 1. Den Arm nach oben. Das schaut noch gut aus. So, jetzt lehnst du dich nach vorn, bleibst du wieder seitlich, ich komme gleich seitlich. Und während du dich nach vorn lehnst, öffnest du hinten den Kniewinkel. Und entweder beugst du das Standbein leicht oder das gestreckt. Und du entscheidest diese Öffnung, dieses Wegziehen und gleichzeitig die Länge nach vorn. Atemzug.
schnell Füßchen wechseln. Okay, in der B-Runde beim Abgang, das war jetzt so ein bisschen suboptimal. Jetzt wechsle ich mit mir. Jetzt werden wir gleich auch wieder sehen, was da wieder los ist. Ich stehe nämlich auf meinem linken Bein, ihr steht auf rechts. Stabilität, gucke ich immer rüber. Ärmchen hoch. Gut, los geht's. Und vielleicht ist es auch der hüpfende Fels und der stehende. Sehr schön. Halten, Spannung atmen. Für 4, für 3, für 2, für 1. Komm also hoch und nach vorne. Absetzen. Und jetzt, schaut mal, ganz oldschool. Ah, Kiegeisen, alle Fußballer. Und das ist das Schöne. Diese einfachen Übungen sind genau richtig für zwischendurch mal. Das ist mir jetzt auch egal, ob dein Rücken lang ist oder ob du ein bisschen kugelig stehst. Greif mal in die andere Richtung. Falls jemand nicht weiß, was kugelig heißt, übersetze ich später. Oder mein Translator Robert kann es später noch schreiben. Wir malen am besten. Ah, der interessiert gerade ein bisschen. Ganz rein, ihr Lieben. Gut. Viele haben gedacht, wir machen was auf dem Boden. Wir machen jetzt wirklich was auf dem Boden. Kommt mit mir runter. Setzt euch mal einfach hin. Betonung ist auf, setz dich einfach hin. Gut, streck mal deine Füße aus. Ich komme wieder kurz mit Rad zu euch. Leichte Tritt. Rechter Fuß, ich bin jetzt mit euch identisch. Ranziehen. Linker Fuß, oben rüber. Ja? Rechter Arm zum linken Knie. Und dann bist du ganz aufgerichtet. Und der linke Arm, der noch frei ist, öffnet sich nach hinten. Geh da in die Einatmung. Und jetzt schaut mal, wenn ich nach vorne komme und mich umarme, atme ich aus. Atme ein, schau nach hinten. Was auch immer hinter dir ist, ob es ein Parkplatz ist, ob es das Haus des Nachbarns ist, die Couch, mir geht es wieder drum. Schaffe Länge und komm zurück. Atme ein und atme aus. Zweimal mehr und tief. Einmal mehr und komm zurück. Jetzt bleib bei mir, nimm dein linkes Bein nach außen wieder. Viel Erfolg bei der nächsten Übung. Für alle Fortgeschrittenen, nimm deinen Fuß in die Hand. Wenn du sagst, nee, nimm die Wade oder die hintere Oberschenkel, weg vom Knie. Einatmen bei mir, stretch aus. Einatmen bei mir, stretch aus. Ja. Und mit jeder Bewegung, die du machst, kommt dein Bein ein bisschen höher. Dein Oberkörper richtet sich noch länger. Heißt der Oberkörper. Einatmen und ausatmen. Easy. Einatmen und dann. Ich brauche dich jetzt genauso für Einatmen zu. Das bleibt mit mir oben. Gib mir mit deiner rechten Hand nochmal zu deiner linken Außenseite. Das ist die sogenannte Cross Position. Und dann geht die gleiche Hand wieder nach hinten. Nur, dass die Beinbewegung noch ein bisschen schwerer ist. Und dann wäre es super, wenn du dich ein bisschen zurücklehnst und das untere Bein halten kannst in der Luft. Ohne dass es Lungs macht. Es ist echt ganz schön lustig hier. Setz den Fuß ab. Stell beide Füße ab, bleib so wie du bist. Und lass mal einmal deine Hüfte shaken von rechts nach links. Das sind schöne Übungen, oder? Nachdem wir jetzt die erste Seite gemeinsam schon so perfekt absolviert haben, was wird wohl kommen? Korrekt. Zweite Seite soll ich nicht zu euch drehen. Warte, ich werde das jetzt nicht machen. So, zweiter Fuß und vor allen Dingen aus dieser Lümmelposition, das ist nicht schön.
macht. Aufrichten. Nase hoch. Zweites Bein. Und anderer Arm. Kuscheln. Ja? Fuß hoch. Und Länge geben. Und reinrollen. Und Länge geben. Und reinrollen. Einatmen. Und aus. Einatmen. Und aus. Vier. Als Nacken entspannt, Rücken liegt komplett auf der Matte und ich
Bereich. Hände bis hin, auf die Innenseite legen und nachgeben. Deine letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3. Schließe die Beine mit mir, stell sie auf. Roll die Hüfte hoch. And roll down. Ich komme wieder leicht schräg, 45 Grad. Schulterbrücke. Die Hüfte aufmachen. Und Wirbel für Wirbel abrollen, als Nacken weit entspannt. Anna, vielen Dank für dein nettes Feedback. Robert hat es mir gerade angeschrieben. Ja, auch das ist möglich bei Body and Soul, aus dem Body and Mind Bereich. Mobility Stretch, 45. So, jetzt bring dir die Schulter dazu. Rollst du auf, bring die Arme nach hinten, unten. Rollst du ab, bring die Arme nach vorne. Hand Innenseite zur Decke, Hand Innenseite zum Boden. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Gib dir deinen letzten Teil für dieses Exercise. Roll dich weit nach oben auf. Versuche deine Arme weit in den Kopf zu bringen. Und steuere die Segmente einzeln miteinander. Sehr schön. Seitdem wir jetzt unten liegen, und gib mir mal deine Arme zur Seite und gerne mit der Hand Innenseite nach oben, also Richtung Decke. Und deine Beine gleiten, wie vor uns im Sitzen, ganz locker von rechts nach links. Einfach ganz locker. Zieh meine Beine auf der rechten Seite, dann lasse ich meinen Kopf zur Gegenseite rüberfallen oder drehen rüber. Legst du meine Beine auf die andere Seite, logischerweise ist der Kopf vorangegangen. Gib dir jetzt an der Stelle, wenn du zurückkommst in der Mitte, dein rechtes Bein, ich gehe nicht schief verkehrt, streck es aus, hol dir dein linkes Bein ran, du musst Knie, wenn die starke Beugung erlaubt ist, ansonsten hier nur die Oberschenkel. Gut, einatmen bei dir, ausatmen. Stretch, einatmen, aus. Einatmen. Für die Fortgeschrittene, die mehr glauben, gebe ich es dran, dass du versuchst, für dich rauszufinden, wie weit kann ich mein Knie jetzt heute nach eventuell 2 Sessions zu noch strecken und beugen. Jetzt gib mir deine letzten 2 Mal weg. Bleib jetzt mit mir oben an deiner höchsten Stelle. Nimm das untere Bein in die Luft. Nimm deinen Oberkörper an. Und federe das obere Bein zu dir ran. Federn, federn, federn. Nur klein. Achtung. 5, 4, 3. 2, 1, komm zurück. Stell beide Beine auf, lass locker Hüfte schenken. Shake it, baby. Deine Challenge heute Abend. Linkes Bein ausstrecken, aus der Hüfte ganz lang machen. Rechtes Bein zu dir anholen. Zurück atmen. Und wenn du soweit bist, in den Stretch schieben. Einatmen, beugen. Ausatmen. Alternativ. Gerne der hintere Oberschenkel oder oben euch die Wade holen. Das Knie soll ja eine Streckbewegung haben. Wenn meine Hände in die Knie platziert werden, ist es mit der Beugung und Streckung etwas schwierig. Ja, deswegen gerne nach oben Richtung Wade, letzten 3. Letzte 2. Bleib oben mit mir, versuch deine maximale Länge zu generieren, gib das zweite Füßchen in die Luft. Dass du in dem Split oder in der Split Position bist, ready, wir federn und ran, 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 ran. Ziehen. Die letzten 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm zurück in die Beugung. Gut, schau. Unteres Bein ablegen. Beide Beine jetzt. Wie vorhin, wie wieder dabei war, beim Butterfly-Sit-Up, beide Fußsohlen gegeneinander,
Knie nach außen öffnen. Ja, der Butterfly, also der Schmetterling. Lass mal deine Arme. Und ja, sieht man bei mir auch ganz gut. Ich liege jetzt in einem starken Hohlkreuz. Das macht überhaupt nichts, weil ihr einfach nur liegt. Ja? Und umso mehr Gesäßmuskulatur und so schönes formendes Fleisch hast am Po, umso stärker liegst du natürlich da auch. Das kannst du jetzt überlegen, was zutrifft. Gut, ich bin schon wieder ruhig mit der Waffe. Weil jetzt verändere ich die Position und ich lasse euch ganz leicht schaukeln. Ich nenne diese Bewegung immer Wasserschale. Meine Beine, meine Knie sind eine Wasserschale und ich lasse das Wasser von rechts nach links kommen. Tellerschale ran. Einmal ein bisschen hin und her. Von der Schüssel rechts und links. Dazu lege ich jetzt meine linke und meine rechte Hand nach hinten ins V. Lass das locker noch weiter schaukeln. Wir werden jetzt noch 8 Atemzüge. Lass die Beine langsam stoppen. Lass den Rippenbogen sich weit öffnen. So richtig wie so ein Springbrunnen. Wie so eine Blume, die sich öffnet. Von hier aus nehme ich meine Arme langsam zurück. Leg sie auf den Bauch, schieb mein rechtes und mein linkes Bein langsam auf den Boden auf. Schließe meine Augen und ihr bleibt mal bitte einfach kurz liegen. Liegen bleiben, nichts machen, außer liegen bleiben und die Augen schließen. Ich glaube, ich probiere mal.
Intervall-Fit. Ah, Intervall-Fit, genau, Intervall-Fit. Also 9 Uhr Robert hat gesagt, ich verarsche ihn jetzt, weil ich das frage. Nein, ich wusste es wirklich nicht. Sind wir in meiner Abendplanung. Auf alle Fälle, vielen Dank, dass ihr immer bei uns dabei seid, dass ihr alles mit uns mitgeht. Slide-Fit, Core-Explosion und Mobility Stretch und abends vor allem auch pünktlich mit mir. Und die Sue wünscht euch einen schönen Abend, weil ihr in Zoll wünscht euch einen schönen Abend.